nochmal auf den Punkt gebracht. Was bedeutet für Sie konkret ein souveränes Europa? Souveränes Europa ist eins, das im Rahmen der vertraglichen Gestaltung zwischen den Mitgliedstaaten, von diesen Mitgliedstaaten, denn die bilden die Europäische Union, Rechte und auch Instrumente zum Umsetzen der Rechte und Pflichten, die auf diese Union übertragen werden, bekommen. Erst dann kann Europa mit China, mit den USA, mit anderen Teilen der Erde auf gleicher Augenhöhe verhandeln. Aber sind Sie auch der Meinung, dass es strukturelle Veränderungen in der Weise, wie die EU arbeitet, braucht? Ja. Es wird oft unterschätzt. Viele Leute sagen, ja, das kann ich auch verstehen, wir brauchen keine Strukturdebatten, sondern wir brauchen Ergebnisse, die greifbar sind für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist richtig. Aber du kannst greifbare Ergebnisse nicht liefern, wenn du die Strukturen nicht hast, die du brauchst und benötigst, um das zu erarbeiten. Ich mache es mal ganz praktisch. Der Olaf Scholz hat eben in der Antwort auf eine Frage diese Beispiele Ölkännchen, Normierung von Obst erwähnt. Das geht den Leuten tierisch auf den Senkel. Wir kriegen in den Handelsbeziehungen zu China nichts auf die Kette, aber wir normieren die Pizza. Es gibt eine Norm, wie man Pizza backt. Das war der Wunsch der neapolitanischen Pizzabäcker, den die italienische Regierung nach Brüssel gebracht hat. Welche sagen, da haben wir sie noch alle. So ein Stuss. Also wäre meine Konsequenz daraus gewesen, was du regional regeln kannst, was du lokal regeln kannst, was du national regeln kannst, mach es dort. Denn je näher eine Entscheidungsfindung bei den Bürgern stattfindet, desto höher die Akzeptanz. Was du aber nicht mehr lokal, regional oder national machen kannst, den Klimawandel zum Beispiel, die Handelsbeziehungen zu China, die Frage der weltweiten Kriminalitätsbekämpfung, die Regulierungen im Internet, die wir brauchen, die Bekämpfung der Steuerflucht, dass Google, Amazon und Facebook endlich Steuern zahlen, bedarf weltweiter und europäischer Regelungen. Deshalb hänge ich so an Strukturen. Warum können die großen Probleme unserer Zeit, also ich spreche von der Klimakrise, von der Digitalisierungsfrage, von der Corona-Krise, von der Einwanderungsproblematik, warum können diese Probleme nur gemeinschaftlich, transnational gelöst werden? Wir werden in Berlin, in der Bundesrepublik Deutschland, so wenig wie in Luxemburg mit lokalen Entscheidungen die internationalen Wirtschaftsbeziehungen beeinflussen können. Du wirst den Klimawandel nur durch weltweite Konventionen erreichen. Ich habe in meiner Rede Jair Bolsonaro erwähnt. Dieser Mann lässt den Regenwald abholzen. Ist das jetzt nur noch souveränes Handeln Brasiliens, das uns nichts angeht? Oder ist das Handeln der brasilianischen Regierung eine Gefährdung für alle Menschen auf diesem Planeten? Ich glaube, Letzteres sind wir uns relativ einig, ist der Fall. Wie wäre es denn mit folgender Vorstellung? Der größte Binnenmarkt der Welt, auch der reichste nebenbei, auf den alle mit ihren Gütern wollen, ist der Europäischen Union. Wenn wir in einem Handelsabkommen mit Brasilien oder mit dem Mercosur, also das ist der Zusammenschluss der südamerikanischen Staaten zu einer Handelszone, sagen, ihr kommt mit euren Produkten auf unseren Markt nur noch, wenn wir Ökostandards vereinbaren, zu denen auch der Schutz des Regenwaldes gehört, da ist der Jair Bolsonaro plötzlich in einer ganz anderen Situation. Wenn ihm jetzt die Bundesrepublik Deutschland sagt, nur wir, da sagt es nett, schön. Rechtsextremisten sitzen inzwischen nicht nur in deutschen Parlamenten. Sind nationalsozialistische und antieuropäische Tendenzen eine Bedrohung für die EU? Ich denke da jetzt konkret an Viktor Orban und Marine Le Pen. Mal, Viktor Orban ist kein Nazi, das darf man, muss man schon differenzieren. Er ist aber ein autoritär denkender Rechtskonservativer. Der Begriff der illiberalen Demokratie, den er geprägt hat, was immer das sein mag, eine illiberale Demokratie, zeigt aber, wie er denkt. Demokratie ist, wenn ich die Mehrheit habe und bestimme. So simpel und einfach ist das. Das ist eine, drücken wir es mal vornehm aus, vordemokratische Denkweise. Aber es ist innerhalb einer Rechtsgemeinschaft und die Europäische Union betrachtet sich als Rechtsgemeinschaft. Undenkbar. Deshalb
ist Viktor Orban schon eine Gefahr. Das ist einer, der die EU von innen zu zersetzen versucht. Marine Le Pen ist ein anderer Fall. Marine Le Pen, die ist, das ist eine in der Wolle gefärbte Rechtsextremistin. Wenn ich sage in der Wolle gefärbt, deshalb, weil sie die Wolle zurzeit umfärben. Sie versuchen also, sich zu verbürgerlichen. Interessant, in keiner Rede von Marine Le Pen wird der Frexit, also der französische Austritt aus der EU, noch thematisiert. Das zeigt, dass der Beschluss der AfD auf seinem Parteitag, auf ihrem Parteitag, aus der EU auszutreten, dass die deutschen Rechtsextremisten zwischenzeitlich rechter sind als die Rechtsextremisten im Rest Europas. Aber Marine Le Pen ist, wenn sie am Ende zu bewerten ist, nach dem, was sie denkt, nicht nach dem, was sie sagt, und am Ende möglicherweise tun würde, sicher eine ganz große Gefahr für Europa. Ihr könnt mich ja mal an eure Schule einladen. Früher habe ich immer so Schulbesuche gemacht. Sehr, sehr gerne, ja. Auch hier in Berlin, wer sowas macht, dann mal überlegen. Ich kann ja da, wenn man wieder eine Präsenzveranstaltung machen kann, da komme ich da mal hin. Was, wir hatten auch schon Podiumsdiskussionen ab und zu. Das ist jetzt für die Familie. Tschüss. Ein bisschen. Ja. Ja.